Ja. Wir sind Rot-Weiß Oberhausen, der ganz besondere Verein. Einen wunderschönen guten Tag aus dem altehrwürdigen Grotenburg-Stadion in Krefeld zur Regionalliga-Partie KFC Uerdingen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Es ist wieder Liga-Alltag nach dem Highlight am Mittwoch, dem Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen den MSV Duisburg. Sind wir, denke ich, heute hier mit stolz geschwellter Brust und wollen die 3 Punkte aus Krefeld entführen. Es ist zusätzlich auch noch der 19.04., das heißt das richtige Datum für RWO, hier 3 Punkte mitzunehmen. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass das irgendwie schon eine Rolle spielen wird am Ende. Wir schauen auf die Aufstellung und da sehen wir, Trainer Andreas Zimmermann ändert gar nichts. Die gleiche Startaufstellung wie gegen den MSV Duisburg. Die 11 Jungs sollen also hier und heute den Sieg aus Krefeld holen und ja auch schon so ein bisschen Wiedergutmachung machen, denn unser Heimspiel in der Hinrunde haben wir ja zu Hause gegen den KFC Uerdingen verloren. Also, wir haben was vor hier in Uerdingen, wir wollen 3 Punkte entführen und ob das geklappt hat, das schauen wir uns jetzt direkt an, die Spielzusammenfassung von KFC Uerdingen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Viel Spaß dabei und danach gibt es dann die Stimmen. Ja, 1:1 in Uerdingen. Bei mir ist der Torschütze in der letzten Sekunde Gökhan Gümüşsuya. Ja, was war da los in den letzten Sekunden? Fangen wir direkt mal mit dem Tor an. Ja, ich weiß nicht. Also als ich mich warm gemacht habe, habe ich mir gedacht, dass ich eine Chance bekommen werde. Ich habe gedacht, ich hatte auch das Gefühl, dass ich reinkommen werde. Und ja, dann habe ich die Chance genutzt und wir freuen uns über den Punkt. Hast du das schon mal erlebt, so ein Spiel und dann in letzter Sekunde noch den Ausgleich zu schießen? Nee, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also, das war auch ein schweres Spiel. Wir hatten auch unter
unter der Woche, ein Pokalspiel, wie ihr wisst. Ja, also klar, wir wollten gewinnen heute, aber dass wir dann noch am Ende einen Punkt geholt haben, ist, freuen wir uns darüber auf jeden Fall. War es schwer für euch, umzuswitchen von Pokal, was ja sehr ein wichtiges Spiel war zu Hause, das dann noch zu gewinnen auf Liga-Alltag? Das hat man ja gespürt. Ja, also ich denke, für uns ist jedes Spiel wichtig. Also klar, es war schön, dass wir im Pokal gewonnen haben, also dass wir gegen Duisburg gewonnen haben. Aber also wir gucken immer von Spiel zu Spiel, wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Und klar, heute wollten wir 3 Punkte holen, aber leider hat es halt nicht gereicht. So, bei mir steht jetzt Felix Haas. Felix, 1:1 in der letzten Sekunde geholt. War es schwer heute, euch auf den Liga-Alltag umzuswitchen nach dem Pokal-Highlight am Mittwoch? Ja, es war schon ein bisschen andere Situation, aber ich glaube, wir haben uns auch schon in den letzten 2 Tagen im Training darum befasst, dass es was anderes ist jetzt und dass wir hier nochmal 3 Punkte holen müssen. Ja, war dann natürlich nicht so einfach, wie wir reingekommen sind. Ne? Ein paar Unachtsamkeiten, dann fällt das 1-0. Aber ich glaube, wenn man das ganze Spiel betrachtet, hätten wir vielleicht sogar ein bisschen mehr mitnehmen müssen. Zweite Halbzeit habt ihr mächtig Druck gemacht, habt den Weg nach vorne gesucht. Was hat der Trainer euch in der Halbzeit gesagt, nachdem ihr mit 0-1 in die Kabine gegangen seid? Er hat gesagt, wir sollen weitermachen. Wir haben erste Halbzeit schon probiert, hier Fußball zu spielen. Der Boden ist ziemlich trocken gewesen, sehr holprig. Aber er hat gesagt, wir sollen weitermachen, wir machen unsere Tore. Ja. Und ich glaube, das auch zeigt, was für eine starke Truppe wir sind, dass wir nicht aufgeben und auch in der letzten Sekunde so ein Ding dann nochmal drehen. Ja, erstmal muss ich meiner Mannschaft den allerhöchsten Respekt aussprechen. Wenn jeder weiß, der mal einen Ball dreimal hochgehalten hat, der weiß, was das bedeutet, was wir in den letzten Wochen bzw. auch in der letzten Woche geleistet haben. Nicht nur läuferisch und kämpferisch, sondern auch spielerisch. Das zollt, wie gesagt, meinen persönlichen allerhöchsten Respekt. Niemals aufzugeben, da... Das ist meine persönliche Maxime auch. Ja, die Jungs haben das letztendlich verinnerlicht. Und so haben wir, ich glaube, in der 2. oder 3. Minute Nachspielzeit auch auf jeden Fall das verdiente Unentschieden erzielt. Erste Halbzeit, muss man ganz ehrlich sagen, war Uerdingen effektiver. Im Spiel in die Spitze, vom Spielaufbau, waren wir ein Stück weit zumindest in unserer eigenen Hälfte gut aufgestellt, haben aber letztendlich den Pass in die Spitze nicht entscheidend bringen können, haben sie auch gut zugestellt, hatten die eine oder andere Möglichkeit. Das haben wir in der Halbzeit ruhig und bestimmt angesprochen, haben 2 Wechsel vorgenommen, haben unser Spiel letztendlich auch aufgezogen in der 2. Halbzeit, trotz des katastrophalen Platzes. Jeder, der objektiv war, hat gesehen, dass wir heute Fußball gespielt haben, von unserer Seite aus. Klar, passiert auch der ein oder andere Konter. Damit muss man leben, wenn man letztendlich dann auch mit Dreierkette spielt hinten. Aber ich wusste, dass wir noch die ein oder andere Chance bekommen. Die war letztendlich da und die hat zum Tor geführt. Dann sieht man, dass es auch ein Stück weit den Fußballgott gibt, der Leistung auch letztendlich belohnt. Und das freut mich für die Jungs, für den Verein, für die Fans. Es war eine super Woche jetzt mit Mittwoch, mit dem Pokalspiel, dass wir eingezogen sind ins Endspiel. Und heute mit so einer Comeback-Leistung, Chapeau. Das war's hier aus Uerdingen, 1:1. Wir holen noch einen Punkt in der 94. Minute. Gökhan Gümüşsu hat ja das Tor gemacht. Wir hatten ihn ja im Interview. Wahnsinn, was manchmal der Fußball so vorhat mit uns. Es geht jetzt weiter mit dem Auswärtsspiel in Krai, das in der nächsten Woche am Wochenende. Jetzt genießen wir noch ein bisschen die Sonne und vielleicht der ein oder andere grillt heute auch noch. Ich auf jeden Fall. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Macht's gut und tschüss.